Ich höre Schritte. Da oben ist er, ich sehe ihn. Was, nicht, dass der mich angreift, Kutscher? Warte, 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 ich sehe ihn immer noch. Ist der da vor mir in der Tasche? Oh, ich schieß drauf, okay? Er ist weggelaufen. So, Leute, herzlich willkommen zu The Hunter. Es gibt eine neue Map in Sibirien. Und hier gibt es komplett neue Tiere. Es gibt irgendwie so eine Art Luchs, den Braunbären. Kutscher, erzähl uns mal was über Braunbären. Der Braunbär, ne? Das ist, warte, shit, muss ich ein bisschen hochscrollen. Gehört zu den Säugetieren aus der Familie der Bären. In Eurasien und Nordamerika kommt er in mehreren Unterarten vor. Darunter der europäische Braunbär, der Grizzlybär und der Kodiakbär. Ja, aber was ist jetzt Braunbär? Ein Bär. Wir haben natürlich die Map, also wirklich überhaupt noch gar nicht gespielt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum ersten Aussichtspunkt, gucken, wo der erste Außenposten ist und gehen da erstmal hin. Ja, aber es ist wirklich interessant, was es jetzt hier für Tiere gibt. Also Rehtier, Moschustier. Was ist das denn? Moschustiere oder Moschushirsche sind eine mit den Hirschen verwandte Familie der Paarhufer. Während sie in älterer Literatur oft noch als ursprüngliche Unterfamilie der Hirsche angesehen werden, werden sie heute meistens als eigenständige Familie von den Hirschen abgetrennt. Abweichend von anderen Hirschen weisen sie eine Gallenblase auf und das Euter der Weibchen hat lediglich 2 statt 4 Zitzen. Wollen wir mal erstmal hier hoch, oder was ist der Plan? Ja, genau. Dann wissen wir, wo der erste Aussichtsposten ist. Ich meine, Lager? Nee, Außenposten, genau. Hallo. Ja, Entschuldigung. Muss mal eben in die Knie gehen, weil meine Gelenke, du weißt. Da kommt echt Weihnachtsfeeling auf. Ja. Jetzt schön auf dem Weihnachtsmarkt danach. Oh, neue Stufe. Oh, jetzt haben wir richtig russische Musik hier. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal dahin, oder? Bin echt gespannt, was wir heute treffen, ey. Muss ja auch langsam auch mal wieder was auf den Tisch, weil schon lange nicht mehr jagen. Ja, der Elch, was war der letzte hier? Der Bär, ne? Ja, das war. Der war nicht so lecker, du. Nee, der hat da ein bisschen gebackt. Kann man eigentlich Bärenfleisch essen? Naja, ich glaube, dafür sind die Viecher einfach zu selten geworden, als dass das Wolf ja, ist. Ja, du wirst wahrscheinlich direkt abgeknallt, wenn du einen Bären abknallst. Ja, fände ich auch nur also konsequent. Ja, nee, ich finde, dass man sollte abknallen dürfen, was man möchte. Ja, aber dann könnte ich auch einfach dich abknallen, hör mal. Ja, wenn du Hunger hast. Ey, wir sind ja nicht zum Spaß hier in Sibirien. Macht ja niemand. Wenn, dann gehst du hier hin zum Holzhacken oder ins Arbeitslager hier schön. Da muss auch ein Erlebnis sein, wenn du einfach in Sibirien wohnst. Bei mir ist ja echt so, wie viel Grad? Google doch mal. Minus 70? Minus 40 könnte, glaube ich, echt sein. Wenn ich mich hier so umgucke, das mindestens 0. Wenn ich mich hier so umgucke. Ja, kann man hier auch Pferde jagen? Pferde. Geil wäre so, könnte man so eine Safari in Afrika machen. Jo, lass mal Serengeti Park fahren und das in RL machen. Schön die Serengeti Safari. Die ganzen Bonobos wegschneiden. Einfach so das Gewehr zücken aus dem Nichts. Und die ganzen Tiere. Außer in so einem Aquariumbecken von den Nilpferden oder so richtig reinzimmern, alles läuft aus. Oder einfach so im Berliner Zoo oder so. Da gucken die auch nicht in die Handtaschen. Stell dir vor, du gehst so in den Aquariumbereich und ballerst so alle Aquarien auf. Oh Mann, Alter. So Money, oder? Hab ich überhaupt Kohle? Wollen wir uns ein, nicht umsonst. Squat-Kohlen hier, oder wie heißt das Ding? Was ist das denn? Ja, voll weiß alles hier. Nee, das Haus hier. Das ist ein Vogelhaus, oder nicht? Jo, was so gibt's denn für riesige so Vögel? Das sind so Pelikane. In fucking Sibirien, ja moin. Ja. Alter. Einfach so ein... Nee, ich glaube, das ist einfach ein Haus, wo man sicher ist. Und falls es richtig schneit, überlebt man den Bums. Ja, da wären nämlich auch keine Treppenhaken-Dinger drin. Treppenhaken? Kannst du eine Treppe ranhängen? Ja, kann man halt wirklich. Ich guck dir die Haken an. Eine Leiter, Junge! Ach so. Ein richtig frühmorgendlicher Winterabend. Wo es dann abends so schön Bescherung gibt. Halt jetzt die Fresse, komm, wir fahren zum Weihnachtsmann und knallen den ab. Das wäre so lustig, wenn es als Easter Egg einfach so ein Weihnachtsmannhaus geben würde, wo dann die Leute da so Geschenke basteln. Hey, wenn dann als Christmas Egg, oder? Alter, hätte ich jetzt Bock auf Glühwein, ne? Übel, das ist das Beste am Winter. Ja, letzten Winter wurde mir Glühwein über den Kopf gegossen. Was? Jo, ich war mit den Futures auf dem Weihnachtsmarkt und wir haben den ganzen, also wir sind vom Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt gezogen, das geht in Berlin sehr gut. Und wir haben gespielt, wenn ich du wär, abwechselnd. Oh. Ich musste zum Beispiel auch so eine Zahnbürste, die auf einem Fenstersims lag, nehmen und mir damit die Zähne putzen. Oh. Und ein anderer musste so ein Dürüm abbeißen, was so unter aufgegangenem Mülleimer lag. Was macht ihr für eklige Scheiße? Dann waren wir so auf dem Schickimicki-Weihnachtsmarkt in Berlin so überhaupt, wo du sogar Eintritt zahlen musstest. Und da waren nur so. Jo, und da waren nur so Business-Leute, weißt du? Wir kommen da hin schon richtig Hacke. Also nicht richtig Hacke. Und ich musste dann mir eine Glühweintasse auf den Kopf stellen und mir von der einen Bedienung dann Glühwein in die Tasse gießen lassen. So, die Alte war aber so scheiße dämlich und ungeschickt, Grüße gehen raus, dass sie mir einen halben Liter
kochend heißen Alter. Glühwein komplett über die Rübe geschüttet hat. Oh, hör mir auf, ey. Ich habe mir so hart die Kopfhaut verbrannt. Ah, da bekomme ich wieder Bock auf Weihnachten, hör mal. Okay, da sind Spuren. Komm, da gehen wir mal hin. Oh, lol, hier sind viele Spuren. Das Ding ist, auf der Map haben wir ja auch noch gar keinen Plan, was abgeht. So, wir haben ja noch nichts aufgedeckt. Wo es Ruhegebiete gibt. Hier ist ein Wildschwein. Eieiei. Oh, da hätte ich Bock drauf. Aber lass mich kurz mal erwähnen, dass das Wildschwein ist eines der weitverbreitetsten und anpassungsfähigsten Säugetiere der Welt. Charakteristisch für das Wildschwein sind der wuchige Körperbau. Und da ist das Sturmtrepp weg so. Und das raue Fell. Oh Leute. Da oben. Ich glaube, die sind ja nach links gedreht, oder? Hier so lang. Ja. Ich hätte gerne den Game Wall Hack. Jo, einfach schön so gucken, wo die Viecher. Leute, vor mir! Es rennt! Da siehst du? Nee. Geradeaus, wo ich hin aim. Ja, ich sehe leider nicht, wo du hin aimst. Das stimmt. Ja, ein Treffer ist raus. Komm nicht ran, Alter. Oh, ich atme wie ein Spongo. Was war denn das für ein Treffer? Tödlicher Treffer. Ja, dann hinterher. Kalte Luft schadet der Lunge. Wegen niedriger Temperaturen auf Sport an der frischen Luft zu verzichten, macht für Gesunde keinen Sinn. Und weißt du, was auch schadet? Ja. Ja? Ja, schon. Nämlich so eine schöne Kugel im Muskel, Lungenflügel rechts. Ach, hast du getötet? Ist tot, das Drecksvieh hier. Ja, können wir ja ausmachen jetzt. Ja, das war eine weitere Folge. Da ist noch eins! Nee. Warte, ruhig, ich nicht seh, bewegen. Ich hab's auch gerade gesehen, aber ich seh's nicht mehr. Drei. Kannst du? Zwei. Drei, eins. Das arme Schwein. Das arme Schweini. Schieß zweimal drauf. Das arme Schweini. Dann ist ja noch eins. Alter, wie viele Wildschweine. Kutscher, hier auf der Fläche. 5 Wildschweine. Wo denn? Da, wo ich hingucke. Richtung Süden. Auf der Fläche. Die gehen gerade hier über den Fluss. Ich sehe gar nichts. Bist du schwanger? Oh, nicht springen. Auf das Hinterste, ja. Ganz rechts. 3, 2, 1. Treffer. Ich kann nicht mehr laufen, das arme Schwein. Alter, was wir alles abballern. Aber nichts. Das weghumpelt. Ja, ich hab daneben. Lass mal hinterher, da. Das ist doch locker tot, du. Da ist noch eins, Open Field. Bär! Bär! Open Field! Ich seh ihn. In die Hocke. Okay. Der schnappt sich locker unser Wildschwein, Max. Zwei. Nee, warte, lass beobachten, was er macht. Greift der die an? Okay, ich hab keinen Atem. Der klaut locker die Wildschweine weg. Lass den einmal anschießen, ja? Gleich, warte. Wo rein? In das Wirbelsäule, oder? Warte kurz. Ich brauch kurz Atem. Gar kein Fick. Okay, in den Kopf, ja. 3, 2. Nein, ich hab keinen Atem, fuck! Aber der ist gleich weg, ich kann ihn gleich nicht mehr schießen. Yeah. Oh nein, jetzt ist er weg. Egal, wir gehen nah ran. Wir schleichen uns rechts näher ran. Oh, das mit dem Atem ist halt so ein Problem. Wir gehen da jetzt nah ran. Ich wusste gar nicht, dass die Freunde sind hier, Wildschwein und Weißbären oder was das ist. Ganz echt, das ist wie Weißbären. Nein, das sag ich jetzt nicht. Aber der holt direkt seine Freunde, Alter. Nee, das sag ich jetzt nicht. Der Weißbär. Aber hoffentlich greift er uns an, dann hol ich die Schrot raus, Junge. Das Ende. Mit uns. Schon wieder eine actiongeladene Folge, ey. Alter, krass, was wir hier kannst alles direkt finden, direkt so Actionmusik hinterlegen, so. Ja. Ey, der müsste jetzt hier eigentlich den Hang hochklettern, oder? Ah, hier ist er lang. Okay, ich hab die Fährte. Ja, der ist tatsächlich hier einfach den Berg hoch. Wir sind zu langsam. Da hinten Braunbär-Warnruf. Da war wieder ein Braunbär-Warnruf hinterm Berg. What the fuck? Wann hört er uns denn? Jo. Als ob der so Fledermausohren hätte, ey. Ja, oder? Die Wildschweine haben hier... Das gesteckt, Alter. Ne, die haben ihm das gesteckt, so mit so Fackelsignalen. Und wir haben die nicht gesehen, mit so Leuchtfeuern über die Berge. Das ist eine richtige Zivilisation einfach. Super schön hier. Das ist er, oder? Da rennt er! Ich seh ihn. Oh, Alter, wie schnell ist der? Greift der an? Nee, ne? Schieß mal drauf. Knall ihn weg! Warum greift er uns nicht an? Das ist ja eine Pussy. Der ist kurz stehen geblieben, um mal einmal ja, der hat holen, kurz ja. geguckt, ne? Der hat so kurz rüber geguckt. Wer war das denn? Und dann weiter. Irgendwann später. Der hat ja original eine Kurve gedreht. Was ist das denn? Immer diese Kackbären, ey, wirklich. Hier sind richtig viele Spuren so auf einem Fleck, als ob der da immer so hin und her gerannt ist. Warte, ich renn mal gerade weiter. So, hier in die Richtung. Ja, die Richtung. Als ob hier so ein Ufo runterkam und den aufgesammelt hat. Locker die Wildschweine. Die Wildschweine kamen im Heli. Ja, aber ohne Witz, die Spuren hören einfach auf. Ja, gut. Alter, erst kein Blut. Lol, da liegt der. Der Bär? Yo. Yo, Alter, wirklich? Holy shit. Oder der schläft, warte, ich hau nochmal drauf. Der ist tot. Ja, der hat den Mund auf. So, jetzt grinnt. Ich mach nochmal eine Nahaufnahme. Alter, bist du glücklich. Ich hab 1000 Geld bekommen.
Du hast 96% Schaden angerichtet mit Muskel, Lungenflügel rechts und ich habe nur einen Muskel getroffen. Das war jetzt ein weiblicher Fellart Zimtbraun, deswegen ist er so ein bisschen heller. Ja, geil. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Kutscher, ich bedanke mich. Da klingelt auch schon das Telefon. Ja, das ist wahrscheinlich die Wildschwein-Gewerkschaft. Alles klar. Tschüssi.